Ich zeige dir, was es heißt, allein zu sein. Ich trinke Tränen schwarzen Wein. Ich folge dir tief, tief in die Nacht. Bis in den Abgrund deiner Seele steige ich hinab. Ich suche nach der, die mich zum Weinen bringt. Liebe macht süchtig, betrunken und blind. Ich suche nach dem Weg aus der Leere, die mein Leben bestimmt. Ich lasse es Tränen regnen. Bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt? Bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt? Ich schenk dir mein gefrorenes Herz. Ich will, dass du es für mich wärst. Ich verirre mich, nichts ist mehr klar. Ich bin da, wo vor mir keiner war. Nicht fähig zu lieben, oder liebe ich die Qual? Liebe ich den Schmerz, bin ich nicht normal. Ich suche nach der, die meinen Geist nach Hause bringt. Ich suche nach der, für die ich Lieder sing. Nur eine Nacht in meinem Zimmer. Wir wachen und leben für immer. Ich lasse es Tränen regnen. Bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt? Bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt? Ich schenk dir mein gefrorenes Herz. Ich will, dass du es für mich wärst. Bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt? Bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt? Ich schenk dir mein gefrorenes Herz. Ich will, dass du es für mich wärst. Bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt? Bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt? Ich schenk dir mein gefrorenes Herz. Ich will, dass du es für mich wärst. Leute,
ist gar nicht so einfach hier zu singen, weil, wie gesagt, ich wohne ja hier nicht alleine. Also hier Neubauwohnung. Ich habe Nachbarn um mich rum. Ich habe ja kein eigenes Tonstudio. Und dementsprechend kann ich auch nicht so laut singen. Also wenn ich mal in Stundenpunkte singe, normalerweise singe ich ja besser. Aber hier bei dem Lied, was mir wirklich was bedeutet und den meisten von euch auch was bedeutet, da war es gar nicht so einfach dazu zu singen, weil ich habe immer gedacht, ich finde eine Karaoke-Version, also hier, wo nur die Musik ist und der Text gleichzeitig eingeblendet wird, dass ich genau die Stelle weiß, wo ich anfangen kann zu singen. War aber leider nicht der Fall. Also wenn, dann habe ich nur kurze, nicht ganz vollständige Stücke gefunden, wo das Lied hier als Karaoke-Version war. Da blieb mir jetzt nichts anderes übrig, als vom Lied ein Instrument. Moment, ich muss mal kurz was trinken, weil es wird ganz schön angestrengt geben. Da blieb mir nichts anderes übrig, als vom Lied eine Instrumentalversion zu suchen und gleichzeitig den Text davon rauszusuchen und dann nur grob, wie ich denke, dass der Einsatz, wo ich anfange zu singen, genau an der richtigen Stelle ist. Das war jetzt, wie man gemerkt hat, schwer, gerade wenn man nicht hört, wo ursprünglich der Sänger, also Kevin Russell, heute ein Onkels, gewesen Onkels, anfängt zu singen, dass man genau weiß, an welcher Stelle man beginnen muss. Also ich habe da nur auf mein eigenes Gehör mich verlassen und so wie ich es gehört habe, habe ich dann auch angefangen zu singen. Warum ich das so abgemacht habe. Und der Grund ist, ich habe mich aber kurzem schon bedankt, wo ich 500 Abonnenten erreicht habe. Und jetzt habe ich über 500 Abonnenten erreicht, 535, keine Ahnung, wie viele es morgen sind, also das steigt komischerweise, also das erschreckt mich richtig. Ich halte mich nicht für einen großen YouTube-Star und ich bin überrascht, dass es doch Leuten gefällt, was ich tue, was ich mache. Jetzt habe ich mittlerweile über, also der letzte Stand hier, wo ich jetzt angefangen habe zu singen, wo ich das Video jetzt gemacht habe, 535 Abonnenten insgesamt. Und wenn man auch die Videos dazu rechnet, die ich wieder auslöschen musste, hier aus bestimmten Gründen, habe ich schon erläutert, 140 Zuschauer, also insgesamt 140 Aufrufe, 140.000 Aufrufe und 535 Zuschauer. Also knapp 540 Zuschauer und knapp 140.000 Aufrufe. Und damit habe ich nie gerechnet. Ich habe mich natürlich gefreut, wenn Leuten gefällt, was ich mache, aber ich habe nie damit gerechnet, irgendwo, dass es wirklich einigen Leuten zumindest gefällt. Ja, und dass ich kein toller Sänger bin, hat man jetzt gemerkt, aber ist halt schwer, wenn man nicht genau den Einsatz weiß, wo man beginnt zu singen und wenn man auch keine Kopfhörer hat, wie es manche machen, während sie singen, dass sie gleichzeitig den Sänger, den Originalsänger hören, also in dem Fall Kevin Russell, heute Onkels, dass sie genau wissen, wenn der anfängt zu singen, singen sie einfach mit, dann ist es leichter. Ich habe jetzt wirklich nur, wie sagt man, das Instrumentalstück hier genommen als Musikunterlegung und gleichzeitig, wie gesagt, einen Text, den ich mir separat rausgesucht habe. Und ich kann nicht so laut singen, weil ich halt, wie gesagt, hier kein Studio habe, weil ich hier nicht alleine bin. Also ich habe Nachbarn um mich rum. Die machen sonst was denken, wenn ich hier am späten Abend, wir haben es jetzt, Sekunde. Uhr gleich. Am Donnerstag, den 28.09.2022. Also die würden sich sonst was denken, wenn ich hier richtig laut singen würde, wie ich es normalerweise üblicherweise mache. Aber dann bin ich ja nicht in der Wohnung, dann bin ich irgendwo draußen auf der Straße und da sind kilometerweit teilweise um mich rum keine anderen Menschen. Hier. Da ist es mir egal, wenn mich jemand hören sollte, also Tiere. Vielleicht mache ich es auch nochmal, hatte ich mir ohnehin vorgenommen. Also ich gehe irgendwann mal mit dem Telefon, mit dem Smartphone, Mobiltelefon, gehe ich irgendwann mal los und
wünsche halt, dass es auch schon andere gemacht haben, also hier die sogenannten Shorts, also vom Mobiltelefon hochgeladen oder halt später bearbeitet und nachträglich hochgeladen als normales Standard-YouTube-Video. Ich gehe halt irgendwann mal los mit dem Mobiltelefon, mit dem Smartphone und nehme mich selber dabei auf. Filme ich selber dabei, also nicht nur Ton, auch Bild. Möglicherweise singe ich dann ist es mir egal, ob es andere hören. Dann sind eben keine Menschen in der Nähe, wie jetzt hier, wo ich in meiner Wohnung bin. Und dann wird es garantiert schöner. Dann ist dann natürlich der Nachteil, dann habe ich die Musik nicht im Kopf, es sei denn, ich spiele die gleichzeitig vom Handy ab, also während ich singe. Gut, warum ich das überhaupt gemacht habe, habe ich gerade erklärt. Ja, ich bin jetzt etwas nervös, das war das erste Mal. Aber es war halt hundertprozentig authentisch. Also ich habe hier nichts geprobt, nichts geübt, ich habe halt mehr oder weniger spontan. Natürlich habe ich mir versucht Hilfe zu holen, indem ich mir die Musik geholt habe und habe mir den Text geholt. Weil den Text kann ich zwar mitgrölen, wenn ich es höre, dass jemand singt, aber ich habe den Text selber nicht hundertprozentig aus dem Kopf. Jetzt habe ich einen Text vor Augen gehabt und gleichzeitig habe ich gesungen dabei. Also die Musik gehört ungefähr gewusst, wann der Einsatz ist. Warum ich das gemacht habe, habe ich gerade erklärt. Also ich hoffe, es gefällt euch und das war halt ein kleines Dankeschön für mittlerweile knapp 540 Abonnenten und knapp 140.000 Zuschauer und insgesamt also auf meinem Kanal. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Das hat dann mal wieder, wie sagt man, klar, also ich habe ja auch vorher Sachen hochgeladen, die erwünscht waren, die Interesse gefunden haben. Es hat halt immer vorher gewechselt. Mal ist es hochgegangen, dann ist es wieder runtergegangen. Je nachdem, wie ich Videos löschen musste oder wie von YouTube Videos gelöscht worden sind. Und dementsprechend war die Abonnentenzahl und die Besucherzahl, also die Zahl der Kanalaufrufe, war immer wieder schwankend. Und das hat natürlich genervt. Und abgesehen davon halt, wenn YouTube einen hier irgendwo schikaniert, also sprich Stimmen abzieht, Stimmen dazuzählt, behauptet hier, was ich erläutert habe, ich werde angeblich Pornografie verbreiten, ich werde angeblich Gewalt verbreiten, also ist klar, wenn ich eine Doku hochlade, die über den Zweiten Weltkrieg handelt, dass da irgendwo automatisch Gewalt vorkommt, das ist doch wohl offensichtlich. Aber wenn ich eine tschechische Kinderserie, hier die Besucher, hochlade, von 1984 bis 1986. Und da ist ein Mädchen zu sehen, was in den Fluss gefallen ist, wo zwei Kinder auf dem Segelboot, auf dem Ruderboot auf dem Fluss waren. Und die Klamotten waren nass und die haben sich ausgezogen zum Trocknen. Und dann nackter Rücken ist vom Mädchen zu sehen, also vorne war eine Decke hier. Dass das nicht Kinderpornografie ist oder generell Pornografie ist, das ist ja wohl klar. Genauso bei Filmen, wenn man eine halbe Brustwarze irgendwo im Film zu sehen ist. Also wer das gut findet, diese Gängelei von YouTube, entweder werden die Videos automatisch auf 18 gestellt, wegen angeblicher Gewalt oder angeblicher Nacktheit, oder es wird einem mehr oder weniger Ärger gemacht deswegen. Also der ist in meinen Augen sowieso irgendwo nicht ganz dicht. Das sehe ich ja besser selber. Ich habe es halt mal abgemacht. Ich habe ja auch als Spaß mal gesungen, weil ich habe mich natürlich gefreut, dass ich ja weibliche Zuschauer habe. Also, weil ich gehe davon aus, die sind eher empfindungsfähig und die tun dann nicht so schnell wieder einen Kanal deabonnieren. Hier wie jetzt, wo ich vorher angefangen habe. Nur Videos über Tabakken, Stoppmaschinen oder Waffen oder Zweiter Weltkrieg hochzuladen, auch andere Dinge, also um meine weiblichen Zuschauer mehr ein bisschen anzusprechen. Das hat mich halt gefreut, weil ich habe es selber gesehen, die weiblichen Zuschauer sind gestiegen. Also ich will hier keine Weiber anmachen, also keine Frauen anmachen, um Gottes Willen. Aber natürlich ist es mir angenehmer, mit solchen Leuten zu tun haben, die zumindest empfindungsfähiger sind, die zumindest mehr nachdenken als die meisten anderen Zuschauer. Also einschließlich Männer. Ich schließe mich da nicht aus. Ich urteile manchmal auch zu schnell. Gut. Und danke erstmal. Mal sehen, wie das Video geworden ist. Überrascht mich hier selber, wenn es ankommen sollte.